Oh Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe die Nummer dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Reanimator gegen UR Delver. Historisch gesehen, schlechtes Matchup für UR Delver, oder? Boah, ein schwieriges Matchup auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall... Also eigentlich noch schlechter geworden mit dem Quatsch, den die mittlerweile da reißen können. Ja, mit dem Grief. Grief ist schon sehr, sehr mächtig. Ja. Double Force. Mm. Mhm. Stifle, ey. Was ist das für ein MDFC? Delver? Ach ja, natürlich, ist ein Delver. Das wow. Wer nutzt denn diese Takan für Delver? Dennis. Ja, ich weiß. Ich frage mich jetzt gerade, und das ist halt so eine Starthand, die kann man sogar fast halten gegen Reanimator. Daze wäre besser als ein Force. Oder ein Stifle. Oh, das Stifle finde ich schon immer schlecht. Stifle ist Animate Dead. Stimmt, das ist ein ETB. Stimmt, das ist ein ETB. Oder ist das ein S? Ich weiß es gerade, aber du hast auf jeden Fall genug Targets. Selbst der Grusel, der die Draw, kannst du stifeln. Also. Das stimmt, ich kann sie wirklich gut stifeln. Sieben ins Gesicht, Lightning Bolt drüber gewinnen. Mhm. Ist die Frage, Peter, was kommt? Von Reanimator. Boah, tasty. Ja, du musst reinspielen. Ja, du musst es halt durchspielen. Sein, du hast noch einen Discard. Ansonsten könntest du jetzt zum Beispiel auch Animate Dead of Grief spielen, um zu schauen, was er macht. Ja, Animate Dead wäre halt wunderschön, jetzt... Wunderschön, das Petal mitgetappt. Wie es sich gehört. Ich liebe es. Da steht sogar Exium. Ja, Exium wird, da musst du Force reinknallen. Na, sonst verlierst du das Force sowieso. Stifle. Okay, Stifle. Ja. Auf jeden Fall das schlechteste Spell. Ja, definitiv. Der Ponder bringt dir mehr und der Delver reitet dich eventuell zum Sieg. Mhm. Ist halt die Frage, was du. Ja, okay, je nachdem, was du ziehst, weißt du halt auch, was du nächste Runde machst. Mhm. Ich gehe mal davon aus, es wird gepondert. Fetch, ja, ja. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, einfach den. Außer man hat Daze gezogen. Oder ein Force. Oder ein Force. Dann könnte man den Delver einfach droppen. Jupp. Ansonsten, ja. Tatsächlich mal. Dual Lands in dem Deck? Ja, stimmt. Das war das erste Mal, dass Dual Lands dabei sind, wo wir uns gesagt haben, what? Wo wir uns gesagt haben, jetzt wo Dual Lands drin. Das ist ein gutes Telling. Jupp. Das ballsy. Ja. Wo wir gesagt haben, jetzt wo Duels drin sind, ist das Deck nicht mehr gut. Das will ich mir auf Kamera haben. Das müsst ihr eigentlich nur noch auf die Fresse kriegen. Ja. Shuffle noch ein bisschen sein Deck. Shuffle. Ja, aber hier Reanimator, boah. Gut, Reanimator kann halt einfach hingehen und... Oh, Face ist gut. Richtig hübsche Versionen. Die sind richtig sexy. Die sind echt schön. Den Commander-Decks sind die tatsächlich. Ein ja. Old Border mit Duck Faden drauf. Boah, wenn ich nochmal welche bräuchte, würde ich die nehmen, ja. Geh ich davon aus. Hoffen wir, dass das nicht so weit kommt. Petal. Und noch ein Land. Also man muss mal schon Land Heavy Hand haben. Muss auch sein, das Deck mittlerweile von Ben sieht auch richtig schön aus. So viel Old Border da drin. Ja. Das ist schon nice. Ja, kein Land. Delver. Kein Land. Delver. Man hat trotzdem ein Land abgeworfen. Stimmt. Das ist strange. Wahrscheinlich, weil man zwei Reanimate-Targets zwei Reanimate-Spells hat. Das kann gut sein. Delver ist ein No-Flip. Ja, der ist immer wieder in der Brainstorm Ponder Gewerkschaft. Achso. Okay. Ja, der hat. Das hatte ich aber auch mal. Hatte ich aber auch gegen Ben. Der reagiert auf dieses, ja, okay. Meistens so mit Turn ist zu Ende. Ja. Das ist ein Iteration. Das kann passieren. Eine Iteration, die ist natürlich nicht so geil. Ich glaube, noch ein Ponder. Und ist das ein Mystic Sanctuary? Das sah schon fast so aus. Ich erkenne die Karten nicht mehr, seitdem ich andere spiele. Nee, ist ein Schockland. Stevens. Schockland. Hm. Das kann man einfach schaffen, oder? Ja, je nachdem, was die Karte war. Ich glaube, der hat jetzt die Iteration auf die Hand genommen. Ah, okay, man hat noch das Fetchland natürlich. Man hat ja noch einen Landdrop. Stimmt, ja. Den Landdrop machen und dann... Ja. Dann... vermutlich... Hat man jetzt. Boah, schwierig. Jetzt ist gut. Okay.
Die Frage ist, wenn man jetzt, ist auf jeden Fall ein Reanimate auf der Hand gewesen. Ich glaube noch ein Looting. Das würde natürlich erklären, warum man Land weggeworfen hat. Ah, da kommt Duels. Einfach nur go. Ah, das passiert halt Reanimate halt so oft. Man, also nicht so oft, Trigger, sondern manchmal. Das halt nicht dabei. Brainstorm war dabei. Ah. Oh, das ist natürlich schön. Auch sehr cool. Ja, Achtel war dabei. Ist das Turnier, Digga? Das ist in anderen Hüllen. Ja. Deswegen habe ich die... Kann man Fetch? Den will man nicht. Haben wir keinen Brainstorm? Man hat sich auch keinen anderen ausgesucht. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, Alter, das ist... Das ist vollkommen legitim, aber... Das sieht man jetzt wahrscheinlich... Ja. Mehr Duels braucht das Land. Dass ich in diesem Deck mal Duels sehe. Ja, es ist sehr dedicated, wenn man sich überlegt, dass er Anfang des Jahres noch Yu-Gi-Oh!-Spieler war. Ja, das ist auch gar nicht so lange her. Deswegen sage ich immer liebevoll, auch Duels, auch wenn sie teure Karten sind, kann man sich ersparen. Definitiv. Wenn man wirklich auf das Format Bock hat. Und ja, die Decks, die wir spielen, sind manchmal auch teuer. Aber sie sind am Ende des Tages immer noch Nutzsachen, die wir bezahlen, mit denen wir spielen, mit denen wir Spaß haben. Den wir auch aktiv spielen, weil wir eine sehr große aktive Community haben. Ja, gerade bei uns. Yes. Iteration. DRC oder Wasteland. Wasteland, DRC und Force. Nimmt man eine Force, Wasteland geht ins Exile. Und der DRC geht runter. Dann das jetzt halt auch so was, das will man gar nicht sehen. Wasteland, bam, bam, bam. Ja, da brauchst du gar nicht unten hinzulegen, das knackst du dann weg. Ja. Keine Reaktion. Sad World. Ich glaube, da ist jetzt gerade so ein Endtyp. Es ist schon die Reanimate-Tage geflotet. Das weiß ich jetzt nicht. Na, das wäre halt gut gewesen. Also angezeigt hat man es nicht. Es ist die Frage, ob man es angesagt hat. Das kann gut sein. Na gut, Reanimate-Tage ist drin. Ja, aber ein Grief ist doch was anderes wie ein Grusel-Lady, oder? Das stimmt schon. 3-3 Menace gegen 7-7 fliegend Lifelink. 3-2. 3-2. Nee, doch stimmt, 3-2. Man kann ihn mit dem Ding tutoren. Mit dem Recruiter. Fetchland. New Border Fetchland. Reanimate. Force Pitch Days. Okay. Mhm. Force Pitch Days. Interesting. Boah. Und man hat noch ein Land und ein Unknown auf der Hand. Mm. Ein Fetchland, ein Land und ein Ponder. Das Ponder hat man gerade gezogen. Das heißt, man musste das Days leider pitchen. Da ist die Mystic Sanctuary, da ist ein weiterer Delver und ein DRC. Das ist Schrott. Ja, denke ich auch. Mit Land auf der Hand ist es wirklich Schrott. Ist das Schrott. Ein Pyroblast? Nee. Das ist Land. Das Weißraumlege. Das ist, glaube ich, ein Duel. Der hat schon 3? Ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir ja gar nicht schauen. Das wäre halt räudig, wenn du da einen Pyroblast halt Mainboard hast, den du nicht gebrauchen kannst für gar nichts. Das ist ein Lightning Board. Ah. Das sind die Lightning Boards. Okay, der hat sogar... Targets. Und Face. Face, genau. Oder ein Grief. Ja, auf den ETB-Trigger knallst du halt einfach ein Lightning Bolt zwischen die Rissen. Da kommt genau. Der Schuffel, Schuffel, Schuffel. Schuffel, Schuffel, Schuffel. Ja, war halt nur Rotz, ne? Ist halt manchmal leider echt so. Ich meine, das Mystic Sanctuary. Ja, fürs Force, aber das Force hat man halt keinen Pitch für. Ein Brainstorm. Brain in die Storm, die Mystica. So, was hat man jetzt? Days, DSC. Lightning Bolt und Land. Was? Will auf den Lightning. Ja, Fetchland auf jeden Fall. Ja, ich glaube, den Lightning Bolt braucht man hier nicht. Der Lightning Bolt selber macht halt wirklich nur die Finishes, meiner Meinung nach. Ja, man kann jetzt hoffen, dass der Gegner Reanimate spielt, dann weit runter geht und was macht. Aber das kann man auch später machen. Lieber ist es, glaube ich, wenn der Gegner einfach gar kein Reanimate resolved. Dementsprechend könnten die beiden weg. Man könnte das Fetchland benutzen, Fetchland Crack, DRC legen und dann schauen, was der Gegner macht. Ja,
Ich glaube, das letzte auf der Hand war noch ein Daze. Weil ich glaube, der Dings kostet 8. Schock. Ja, es sind nur 2 Duels. Sind 8 Schaden, dann ist es auf 5 runter, dann kann er eh nichts mehr ziehen. Mhm. Und dann macht der Lightning Bolt halt auch nichts mehr. Doch, wobei. Ah ne, der Grusel Daddy fliegt ja. Ja, okay, du rennst mit dem Delver nicht in Grusel Daddy rein. Da ist ein DSC. Ah. DSC ist nicht Delirium, wenn ich es richtig sehe. Ist? Alter, das sind solche räudigen Hunde. Da sind keine Kreaturen drin. Ja, aktuell im Friedhof. Nee, kann ja auch keine nicht. Keine Kreatur und nur Instant Source Reland. Und keine Bubble. Genau, keine Bubble, keine Kreaturen. Alles, was das Ding irgendwie größer machen soll. Welche Edition sind diese Swarms? Irgendeine Ursas. Ursas Destiny? Ich hätte jetzt fast schon gesagt Odyssey. Odyssey kann auch sein. Nee, das Symbol ist größer. Es wird irgendwas Ursa-mäßiges. Das kann sein. Ja, ne, gucken wir mal für 4. Ja, nur für 4. Ja, wahrscheinlich hat man auch wieder irgendeinen Schund gezogen. Petal macht auch nicht so viel. Draw. Ponder-Trigger. Der war wichtig. Das ist richtig wichtig. Vor allem, wenn der jetzt noch irgendwie... Bolt. Irgendwas. Shuffle, Draw, Top Deck, Bolt, Beat, Bolt. Game 3. Aber? Ich glaube, man ist auf die Iteration gegangen. Ja gut, ich sag mal, man setzt ihn jetzt auf 2, man spielt jetzt die Iteration, Trigger. Dann schmeißt man wahrscheinlich den Teufel weg, ja. DSC, Brainstorm, Shock, Fetchland. Fetchland's Exile. Und dann Double Daze auf der Hand, glaube ich. Ja, okay, das ist für Reanimator gelaufen. Ja. Wenn er wirklich Double Daze hat, dann... Selbst einfach Daze ist hier relativ schwierig. Die Frage, was man hier noch machen kann. Ich meine, er hat einen Grusel Daddy im Friedhof. Der kann auf jeden Fall die Runde überleben. Ja, und der Dings ist Delirium, also der muss angreifen. Ja. Also auf jeden Fall ein sehr großer Name. Animate Dead. Nicht die Judge Reward. Daze. Ja. Oh. Ja, war ein Double Daze, glaube ich. Trigger. Wasteland. Ja. Das war sehr, sehr schön runterkontrolliert von Urdelver, aber auch sehr, sehr wenige gute Top-Decks von Urdelver. Ich wollte gerade sagen, der eine zieht zwei Karten mit Faithless Looting. Das war wahrscheinlich crucial, da war wahrscheinlich wirklich nur Rotz bei. Weil wenn der da einen Reanimate-Target gefunden hätte und hätte ein Land behalten können. Knallt, ja, das wäre schon gut. Und dann feuert der dir halt einen Reanimate nach dem anderen in die Rippen und du kriegst im Mainboard halt den Friedhof nicht gehandelt. Ja. Sideboard von Urdelver. Surgical, Counter, Bounce. Counterbalance? Wenn er sie hat. Price of Progress? Nee. Ich dachte, die wurden reingenommen. Boah, ich bin kein Fan von Price of Progress und Bedelva Sideboard. Ja, das ist halt bei uns wegen den ganzen Ländern, ist voll okay. Ja, ja, klar, aber du kannst dich ja, du kannst nur unentschieden vorpräzieren. Ja, das ist korrekt. Das ist in Ordnung. Beim Reanimator-Spieler wahrscheinlich Red Blast. Ja. Red Blast, vielleicht ein anderes Target. Du kannst den Stifle rausnehmen als Urdelver-Spieler in dem Moment. Ich weiß nicht, ob der einen Blast gespielt hat. Wenn du cheesy bist, machst du blaue Blasts rein, weil du weißt, dass der rote Blast boardet. Das kann sein. Oder halt auf Faces treffen kannst. Ja, du hast relativ gute Targets dann tatsächlich. Mhm. Wenn der Gegner Bolts rote boardet. Wenn er es nicht tut, wird es halt ätzend. Ja. Force auf der Hand. Ich habe halt auch schon Hände gehalten, ne? Wo du 2 Counter hattest, eine Surgical, du machst nix und du weißt halt haargenau, du nimmst den in den ersten Runden so raus. Boah. Das ist eine okay Hand. Ja, ist besser als alles, was du hättest nachziehen können, das stimmt. Geht halt der Force. Aber Double Cantrip, uiuiui. Ja, das eine kann halt zum Delver pitchen, das andere kann halt was machen. Jupp. Und du musst sie auch schon in der Reihenfolge spielen, ne? Ja. Schwierig wäre es gewesen, so Petal, Anthem Reanimate. Das wäre leicht problematisch geworden, ja. Hm.
Ich will mir jetzt einfach einen Delver. Ich weiß nicht, was er hat. Wenn er. Okay, der Gegner hat noch keinen Reanimate-Target im Friedhof. Noch gar nichts. Gambelt mal dafür, dass der nichts hat. Also er hätte wahrscheinlich seinen Starter nicht gezogen. Da sehen wir es. Faceless Looting. Ist das ein Grusel-Daddy uns bei Reanimates? Das sieht so aus. Man hat auf den Swamp gefetcht. Das kann natürlich einem das Genick brechen, tatsächlich. Das kann jetzt echt problematisch sein. Ja, das kann ziemlich in die Hose gehen, aber. Ja. Ziehst du halt auf 7 hoch und machst Natural Discard. Ist eine Option. Ja, kann ein bisschen dauern. Ja, ist aber nicht so schlimm. Kann aber dauern. Ja. Oh, da wird Force gefunden. Jawoll. Das ist dann natürlich ziemlich Spielspaß, strong. Spannung und Schokolade. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, vom Prinzip her bist du halt mit Reanimator halt, du settest ja für sowas ab. Ja. Land. Das war wichtig. Yes. Dann würde ich auch direkt knacken und Duel. Duel, Faithless. Dann hast du Part A schon mal im Friedhof. Ja. Dann geht es nur noch darum, das rauszuholen. Ja. Jetzt wäre halt vorsichtig. Negation wäre halt fies gewesen. Ja, das wäre, obwohl, das ist ja jetzt auch schon so. Auf der anderen Seite machst du halt eine Hymne, die du später nochmal zünden kannst. Hm. Boah, da sagt man ja, okay. Unmask. Das kann richtig wichtig sein. Du weißt, dass da noch 2 Karten hidden sind und da müsste, wenn dann schon ein Days unten Dings dabei sein, damit das nix gibt. Ja, Land und Grusel-Daddy ab. Ja. Land. Grusel-Daddy, dann unmaskst du den Gegner und knallst dem Reanimate zwischen die Rippen. Yes. Oder war das halt noch die Runde? Nee, also wenn du das Land abgeworfen hast, nimmst du jetzt das Ding. Ja, ich war halt gerade wegen, dass du Safe um Days und Force auf der Hand rumspielen kannst. Nee, du bist ja ein All-In-Combo-Deck. Also, ja, stimmt, du bist halt eins. Er muss halt beides haben. Und selbst dann siehst du es kommen und kannst dann immer noch enttappen und machen. Das stimmt. Er wirft ein Reanimate ab. Okay, was ist denn das dann? Das ist ein Grief, das ist kein Grusel-Daddy. Oh no! Ja, damit kriegt er aber 2 Karten. Ja. Das safe. Uff. Dann nimmst du es Force. Ja. Dann danach den Brainstorm. Dann hat er nämlich nur noch Käse auf der Hand. Ja, das ist ziemlich gut, ja. Dann Reanimating Reef. Oh, das ist so gut. Das ist so dumm gut. Ja, dass sie den bekommen haben. Modern Run 2 in beiden Decks. Wow. Ja, vor allen Dingen in beiden Decks wie die Pest. Der hat ja den Grief bekommen und den Emissary. Hm, stimmt. Und den Archon. Ja, weil der war halt DSC, Murktide. Und Zündzeit immer ein Raga war. Ja, das war aber auch nur so eine. Das war so eine Phase. War nur ganz kurz und das war auch nur ganz schlecht. Wasteland, Delver, go. Jo. Was? What? Iteration. Aber die würde ich jetzt nicht zünden. Oder einfach beide Delver. Oder beide Delver, das ist auch eine Idee. Dass du einfach sagst, okay, wenn sie flippen, flippen sie beide. Na, das Race gewinnst du. Safe. Du kannst den Grief ja auch dann tot blocken. Ja, der hat Menace, das ist schon schwierig. Du brauchst nur 2 Kreaturen. Genau. Die hast du dann. Ja, okay, man geht in den Race. Delver. Spannend. Hat man Brainstorm auf der Hand, um in der Upkeep Brainstorm rauszuklappen? Das wäre richtig strong. Das wäre vor allen Dingen wichtig. Man muss hier, glaube ich, angreifen, selbst wenn die nicht flippen. Selbst wenn die nicht, also du musst hier angreifen, weil du musst den Trade anbieten, weil wenn die flippen, sieht halt schon wieder ganz anders aus, was da passiert. Vor allem sehr viel negativer. Huh. Jetzt. Okay, ist durchgekommen. Kein Flip. Das ist sad. Sad World. Wasteland. Rotweg. Jetzt Iteration. Oh. Beat für 2.
Jetzt eine Iteration. Noctoid. Murky Wave. Oh mein Gott. Okay. Dann racen wir mal jetzt schon. Die sind auch nicht Delirium. Aber wenn er jetzt flippt mit dem Brainstorm, der Brainstorm revealed ein Delirium, das ist schon ziemlich gut. Und hat Land Instance Osiri. Dann haut er den einfach in einer Runde kaputt. Ja. Der revealed jetzt ein Brainstorm. Brainstorm, die Double-Ding flippt irgendwie eine Kreatur runter und dann easy. Boah, das ist bitter. Aber du kannst nicht angreifen. Du musst den Trade anbieten. Ja. Der Trade wäre halt okay gewesen, tatsächlich. Es ist halt literally das Einzige, was wirklich jetzt aktuell dich töten kann, sind die Gegner-Kreaturen. Der hat sogar einen Lightning Bolt. Das flip, heißt, er flip. Sogar noch die Kreatur aus dem Weg und hat Liefel. Macht es Sinn, sich seinen eigenen Delver abzuschießen? Den eigenen DLC, wenn dann. Ja. Wird gerade so gemacht. Nee, war schon Gesicht. Ah, oh, okay. Aber es trotzdem macht Damage fürs Leben. Ja, 2-0 Delver, krass. Jo. Krass, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das ist nicht so das gute Matchup für Delver, aber gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.